Ein herzerfrischendes Kurkur, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wende für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ja, nach langer Zeit geht es mal wieder weiter mit einem Video auf unserem Kanal. Hat sich ein bisschen hingezogen, da krankheitsbedingt nicht sehr viel ging. Und wir waren, soweit ich weiß, mit dem Wissen hierher gekommen, dass hier Gargoyles sein sollen. Deswegen... Komm mit. Gut. Sollten wir jetzt erstmal Patty mitnehmen und einfach mal gucken, wo wir denn die Gargoyles finden. Boos hat sie ja normalerweise markiert. Guck mal, Logbuch. Die Bucht von Maracay, nee, da waren wir nicht. Auf Karte markieren, schauen wir mal. Ah, okay, gut. Da müssen wir ein kleines Stück laufen, das ist allerdings nicht so schlimm. Tut auf jeden Fall gut, wieder ein bisschen aufzunehmen und einfach wieder ein bisschen sozusagen in diesen Alltag wieder reinzukommen, ne, den man so auf YouTube hat. Und ja, ich muss mich allerdings doch ein bisschen wieder dran gewöhnen, da ja jetzt ungefähr 2 Wochen gar nichts mehr ging, Let's Play technisch. Aber wir waren nicht ganz untätig, wir haben für die Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben, unseren ersten Sponsor, und zwar pizza.de. die sponsern uns jetzt 1 Jahr lang und je nachdem, wie dieses Jahr verläuft, kann man sich ja dann über eine Verlängerung unterhalten. Aber auf jeden Fall hat das schon mal geklappt, da sind wir auch sehr stolz drauf. Da haben wir echt lange drauf hingearbeitet, dass man hier ein bisschen ja, wie soll ich sagen, Unterstützung einfährt, ne, fürs Projekt. Okay, das sind auch schon die Gargoyles. Wir speichern jetzt hier erstmal. Ach, stimmt, da war ja noch ein Gepard. Den habe ich ja voll übersehen. Da sind auch neue Monster nachgespawnt. Die kommen aber auch nicht her, ne? Ich bin bei dir. Jetzt. Oh, jetzt kommen alle. Okay. Gargoyle schon mal weg. Jetzt kommt der Gepard. Der Jaguar. Nicht der Gepard. Sag mal. Ich glaube, ich kriege einen Anfall mit diesen scheiß Sandteufeln hier. Oh, Monster Kill. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch, Patty. Ne? Haben wir ganz gut gemacht. So, die Fackeln nehmen wir lieber mal mit. Sonst seht ihr hier wieder zu wenig. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum da die Videos so dunkel werden. Also ich habe zwar auch an der Helligkeit des Spiels ein bisschen rumgeschraubt, aber es bringt halt wirklich nichts, ne? Das ist ein bisschen blöd. Oh, kommt der nächste Gargoyle. Gehst du mal vor, Patty? Ja klar, er kann 2 mit einem Schlag treffen. Das finde ich nicht gut. Aber schon mal gut, dass wir jetzt auch ein bisschen Damage raushauen können. Ah, das sind Versunkene. Das könnte ein bisschen blöd werden. Gut, hier müssten die 3 Eier sein, die wir brauchen. Genau, Gargoyle-Eier von Takarigua. Die haben wir jetzt, Gott sei Dank. Sind die hier eigentlich vorher schon, wenn man vor diesem Abschnitt, sage ich jetzt mal, hier hochgeht? Ich weiß es nicht, aber wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Und hier waren wir auch noch nicht. Ach, die machen ja fast gar keinen Schaden mehr. Schauen wir erstmal nach, wo es hier denn hingeht. Hier ist eine Wäscheleine. Ist hier oben jemand? Noch am Leben oder so? Oder lebt hier oben jemand? Sieht nicht so aus, aber hier ist eine Kiste. Schwarzen Oleander. Können wir mitnehmen. Na gut, dann gucken wir einfach mal, was hier drin ist, ne? Wenn wir hier oben nicht schon mal waren. Ne, waren wir noch nicht. Grog, Trank des Rituals und Gold. Okay, alles klar. Immer her mit dem Zeug, können wir immer mitnehmen.
Schaden kann es eigentlich nicht. Lol. Eine Garganuss, die in der Luft fliegt. Das ist auch mal nice. Ja, habe ich gleich gesehen. Ne? Genau wie jetzt dieses Gestrüpp hier einfach aufgeploppt ist. Das habe ich auch gesehen. Ja, das ist ein bisschen schlampig, aber sonst kann man jetzt nicht allzu viel sagen. Ich speichere jetzt hier lieber nochmal. War das F5? Ja, gut. Wie gesagt, mit der Steuerung erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, erstmal den Gargoyle weglocken von den Versunkenen. Gut, die Gargoyles sind schon mal weg. Jetzt holen wir uns noch die Versunkenen. Mara Schergen. Wenn man so einzelne Schläge macht und sie nicht auflädt, dann kann man den Versunkenen viel mehr Schaden zufügen. Das habe ich schon gelernt. Okay, die Fackel ist jetzt ausgegangen. Gut. Dann können wir eigentlich zum Schiff zurückreisen. Und können wir da Buß irgendwie Bescheid sagen, dass wir jetzt die Gargoyles vernichtet haben. Einfach mal aus Interesse, ob das funktioniert. Ah ja. Ich habe deine Gargoyles erledigt. Sie waren genau da, wo du es vermutet hast. Ich und meine Nase. Unschlagbar. Hier, nimm dies. Du hast mir damit einen Gefallen getan. Oh, nicht schlecht. 500 Gold haben und nicht haben ist schon ein gewaltiger Unterschied. Jetzt muss ich allerdings mal gucken. Alter, wir haben 10.000 Gold. Aha, uns fehlen also auch noch 5 Crewmitglieder. Und wo soll man die finden? Ist es DLC-abhängig oder kann man die auch so finden? Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Oh, Entschuldigung, ich musste mich mal kurz räuspern. So. Dann machen wir uns hier noch ein bisschen Proviant. Such dir jemand anderen zum Reden. Ich habe genug eigenes. Und rollen uns einfach mal durchs Feuer, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber man kriegt keinen Schaden, wenn man sich hier durchrollt. Das ist ein bisschen schade. Gut, haben wir denn sonst noch irgendwas, was wir hier machen müssen? Okay, ja, also so direkt auf Takarigua haben wir jetzt nichts mehr. Deswegen sagen wir jetzt mal Eldrick Bescheid, dass hier alles clean ist und dann mal gucken, wo es dann hingeht. Hier sind die Eier der Gargoyles von Takarigua. Gute Arbeit, mein Freund. Die Gargoyles von Takarigua sind tot. Es grenzt fast an ein Verbrechen, was wir hier tun. Hm. Aber ich sehe leider auch keine andere Chance, unsere eigene Haut zu retten. Sie sind nur noch leere Hüllen, Eldrick. Wir haben ihnen das nicht angetan. Mara war das. Ja, du hast natürlich recht. Takarigua ist sauber. Das ist gut. Die Folgen wären verheerend für die Bevölkerung gewesen. Auch wenn die Hälfte davon aus Piraten besteht? Nun, es sind ja nicht nur Piraten. Na, da hat der alte Buß ja nochmal Glück gehabt, was? Lass den Unsinn. Du weißt, wie ich das meine. Okay, was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. 5 Schwärme gibt's noch, oha. Auf Antigua waren wir ja schon. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Zur Insel der Diebe nach Caldera. Antigua waren wir ja schon. Schwertküste wird es bestimmt was geben. Insel der Toten weiß ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, fahren wir jetzt einfach mal zur Insel der Diebe. Die ist gleich in der Nähe. Das überspringen wir jetzt einfach wieder.
kennen wir ja schon alles. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch ein paar Gargoyles sind. So, Eldrick, wie sieht's aus? Gibt's ja auch welche. Das hier ist die Insel der Diebe. Oder auch der Gnome. Richtig, was im Grunde dasselbe ist. Das sieht ziemlich übersichtlich aus. Sehr groß scheint diese Insel nicht zu sein. Also, wenn die Gargoyles hier sind, dann sind es nicht sehr viele. Wer könnte sich hier auskennen? Ein Gnom natürlich. Ich werde Jaffa befragen. Er müsste uns helfen können. Naja, wir werden sehen. Hey, was soll das denn heißen? Das ist für gewöhnlich mein Spruch. Ich leihe mir kurz aus. Zumindest so lange, bis wir die Gargoyles erledigt haben. Alles klar, also dann gibt's ja auch was zu tun. Wir müssen die Gargoyles finden. Ich weiß, böse Wesen sind das. Ja, genau, sie sind böse. Wo könnten solche Wesen ihre Nester bauen auf der Insel deiner Väter? Hohes Plateau, weit weg von anderen Gnome. Da ist eine Höhle. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Slane hat mich dort zurückgelassen. Slane auch böse? Ja, danke, Kleiner. Das war mir eine große Hilfe. Jip, jip. Gut, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir nehmen Eldrick mit. Jaffa weiß, wo die Gargoyles auf seiner Insel sind. Das hätte ich dem Kleinen gar nicht zugetraut. Worauf wartest du dann noch? Ich bin unterwegs. Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Aber ich wollte dich jetzt eigentlich mitnehmen. Vielleicht geht das ja mit Patty. Patty, kommst du mit? Ja. Komm mit. Kein Problem. Weißt du, willst einmal den werten Herrn Druiden mitnehmen und er hat keine Zeit für einen, ne? Okay. Wir waren gerade auf dem Schiff, da hat's geregnet und jetzt sind wir hier auf der Insel und es scheint die Sonne. Okay. Oh, da habe ich was übersehen. Und ich habe vergessen, wie geil hier diese Sonnenaufgänge sind. Und wie hell dann und wie schön farbig alles wird. Krass, da bin ich echt immer wieder erstaunt, wenn ich das sehe. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das Spiel schon älter ist. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssten die Gargoyles hier oben sein. Bei der Höhle, wo wir mit Slane hingegangen sind, wo er uns dann verraten hat. Yep. Ich bin bei dir. Erstmal der Sandteufel hier weg. Gut gemacht. Ich helfe dir. So, Patty, gehst du zuerst hin? Nicht schlecht. Und weggepustet. Okay, Versunkene. Ich weiß jetzt nicht, warum die eigentlich mit den Gargoyles hier immer abhängen müssen. Das finde ich nicht gut. Oh oh, wir haben den Gargoyle hinten mit angelockt. Ey, schlag halt zu, Mensch! Sag mal, wie schnell kann der denn zuschlagen? Alter, jetzt wäre ich hier fast gestorben. Nicht schlecht. Da vorne ist der letzte. Okay, dann nehmen wir hier mal die Eier mit. Gibt's auch wieder 3 Stück. Schauen wir mal, haben wir denn... Okay, rum. Den legen wir lieber mal auf die Seite. Den will ich mir aufsparen, da will ich jetzt nicht alles unbedingt verschwenden. Ja, dann schauen wir erstmal, ob wir die Dunkeldürrer hierher locken können, ohne dass der Gargoyle mitkommt. Eigentlich müssten die uns bald bemerken. Ich helfe dir. Jetzt, okay.
So, speichern und auf den Gargoyle drauf. Ich bin bei dir. Au. Gut gemacht. Gut. Sehr schön. Genau, hier war die Höhle, wo wir dann verschüttet wurden. Gut. Dann haben wir die Insel eigentlich auch gesäubert und können auch zurück zum Schiff. Und Eldrick davon berichten und uns weitere Ruhmpunkte abholen, ne? Na, Chani hat mich geheilt, das ist schön. Hier, die Eierdiebe. Nein, die Eier der Insel der Diebe, natürlich. Gut gemacht. Ich denke, der Eierdiebe. Die Gnome werden mir dabei pflichten. Wer weiß, ich traue den kleinen Kerlen so einiges zu. Wahrscheinlich hätten sie daraus Suppe gemacht. Oder Omelette. Hm, mag sein. Aber mir ist es lieber so, wie es jetzt ist. Die Gnome sind die Gargoyles los. Wie hört sich das an? Puh, sehr beruhigend. Gute Arbeit. Die Insel der Diebe ist sauber. Naja, für Gnome-Verhältnisse jedenfalls. Die kleinen Kerle würden dir sehr dankbar sein, wenn sie das wüssten. Okay, was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. Okay, das heißt, wir sollen dann hier nochmal zum Stammesältesten, oder wie? Gut, können wir ja dann bald machen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Dann schauen wir mal nach Caldera. Ich glaube nicht, dass da jetzt was ist, aber könnte ja sein. Je nachdem, was Eldrick meint. Bei der Insel der Toten weiß ich es auch noch nicht so ganz. Aber gucken wir mal, ob Eldrick hier was Verdächtiges ausmachen kann. Hier am Strand zum Beispiel. Was sagst du zu diesem Fleckchen Erde? Nein. Die Gargoyles werden wohl kaum in eine Stadt voller Menschen gehen, um sich zu vermehren. Ich glaube, Caldera können wir getrost von der Liste streichen. Okay, schon passiert. Okay. Ja, dann gehen wir natürlich wieder woanders hin. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Antigua waren wir ja schon, Takarigua, Insel der Diebe, Sturminsel waren wir auch, dann mal zur Insel der Toten nochmal. So, Insel der Toten, da könnte ich mir schon vorstellen, dass hier noch ein paar Gargoyles sind. So, Eldrick, wie sieht's hier aus? Die Insel mal ansehen? Nein, mein Freund. Ich bin dem Tod schon so oft von der Schippe gesprungen. Ich muss ihn nicht auch noch herausfordern. Was sagst du zu dieser Insel? Das ist das Reich der Toten, nicht wahr? Ja, sieht ganz so aus. Nein, hier werden wir keine Brut der Gargoyles finden. Ich glaube nicht, dass sie sich mit den Toten arrangieren würden. Lass uns woanders weitersuchen. Okay, alles klar, dann haben wir hier so auch nichts mehr. Dann bleibt ja nicht mehr allzu viel, ne? In der Hinsicht. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Dann brechen wir auf zur Schwertküste. Da werden bestimmt welche sein. So, und dann, wenn wir die Sache eigentlich erledigt hätten, könnten wir zur Bucht von Maracay aufbrechen, zur letzten Insel. Also denke ich jetzt mal, dass es die letzte Insel ist. Das ist die Schwertküste. Was sagst du dazu? Ein riesiges Areal. Ohne Hilfe wird es schwer, die Gargoyles zu finden. Wen könnten wir hier um Rat fragen? Chani. Hier ist Chanis Heimat. Sie kennt die Gargoyles jetzt auch und kann uns bestimmt helfen. Gute Idee. Versuch es. Gut, dann mache ich jetzt hier nochmal einen Quicksave. Dann würde ich allerdings sagen, mit Chani reden wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.